Weben ist eine der ältesten Kulturtechniken. Überall auf der Welt wurde Weben entwickelt in unterschiedlichster Art und Weise. Ich möchte nun drei verschiedene einfache Techniken nacheinander zeigen, die sich im Alltag mit Kindergruppen bewährt haben. Diese rhythmische, kreuzende Bewegung, die ich beim Weben mache, ist sehr stabilisierend und wirkt heilend. Zunächst möchte ich auf das Weben mit runden Rahmen eingehen. Dazu brauche ich als erstes einen Kreis, den ich entweder aus einem festen Draht herstellen kann, der hier zugeklebt ist, oder ich suche am besten mit den Kindern einen Weidenstab oder ein anderen glattes, gerades Holz, was ich dann zu einem Kreis forme. Und entweder zubinden oder auch zukleben kann. So, das ist mein Ausgangsmaterial. Dann brauche ich die kreuzenden Fäden. Dafür nehme ich Fäden, die etwas auf beiden Seiten über den Kreis hinausgehen. Und bei einem größeren Kreis brauche ich ungefähr 10 bis 12 Fäden in der gleichen Länge. Diese Fäden werden dann an dem Rahmen mit einem Doppelknoten festgebunden und dann gegenüberliegend gespannt. Und das ist wichtig, dass es möglichst gerade ist, das vereinfacht den Webprozess. Dann mache ich die nächsten, die sich in der Mitte kreuzen. Und so weiter würde ich den Kreis voll machen. Jetzt nehme ich mein nächstes Modell. Der ist schon so weit vorbereitet, dass er die Fäden fest hat. Es ist wichtig, dass ich einen zusätzlichen Faden einfüge, weil ich eine ungerade Zahl an Kettfäden brauche. Dieser Faden ist etwas länger als der Durchschnitt des Kreises und wird hier auch verknotet. Dieser Faden kann nun durch eine Perle gezogen werden, die daran geknotet wird. Am besten mit Doppelknoten. Die ist einfacher eben jetzt zu halten als das dünne Fadenende, was ich zunächst brauche. Dann fange ich mit dem Webprozess an. Dann gehe jetzt immer einmal drüber, einmal drunter, einmal drüber, einmal drunter. Jetzt beim Zusammenziehen bildet sich das Zentrum. Drüber, drunter. Und weil wir eine ungerade Zahl haben, nach jeder Runde wechselt sich dann ab, wo der Faden drüber und drunter läuft. Wenn mein Faden dann kürzer wird, wähle ich mir eine Wollfarbe aus, mit der ich beginnen möchte. Und knote nun den neuen Faden an den alten an. Jetzt webe ich mit der gleichen Technik weiter. Drüber und runter, drüber und runter, drüber und runter. Wenn ich jetzt ziehe, schaue ich, dass der Knoten dann unten ist. Das wird man später sehen bei dem Fertigen, dass Knoten alle unten sind, dann habe ich eine Unterseite und eine Oberseite. Es ist schön, eben eine Vielzahl an Farben zur Verfügung zu haben, dass jedes Kind frei wählen kann und selber entscheiden darf, wie sein Webstück werden soll. Hier ist der Anfang. Bei diesem Modell bin ich schon weiter fortgeschritten. Es gibt jetzt zwei Techniken, die runden Rahmen zu beenden. Entweder ich lasse diesen Webrahmen drin, wie das bei diesem Modell ist, dann kann ich bis ganz zum Rand weben. Das hat dann eine Stabilität. Das kann ich zum Beispiel sehr gut
als Untersetzer nehmen für meine Teekanne. Wenn ich etwas anderes daraus arbeiten möchte oder es als eine kleine Decke nehmen möchte, dann schneide ich außen ab. In dem Fall kann ich nicht bis ganz nach außen gehen, weil ich sonst nicht mehr verknoten kann. Dann führe ich den letzten Faden zu einem Kettfaden und verknote ihn dort. Und dann kann ich anfangen, diese Fäden abzuschneiden. Erstmal zwei, die ich dann auch mit einem Doppelknoten verbinde. Zwei dieser Deckchen könnte ich dann auch gegeneinander nähen, wenn sie die gleiche Größe haben, und auch ein kleines Täschchen draus machen. Das wäre die eine Art zu weben. Die ist ab dem Alter von 5 oder 6 Jahren möglich, wenn ich den Kindern helfe, den Rahmen vorzubereiten.